Willkommen zurück, Lightning Returns. Wir sind wieder zurück auf der Arche, wie beim letzten Part aufgehört. Jo, gucken wir noch erstmal, was hier in der Kiste ist. Amazone. Sehr schön, wir haben ein neues Accessoire bekommen, beziehungsweise eine neue Ausrüstung. Ah, reden wir doch mal wieder mit Hope. Light, you said you knew him? Did you call him Odin? Ach ja, komm. Rede mit mir. It was Yule who told me. I knew there was something about that chocobo from the moment I first met him. Turns out Odin was reincarnated as the angel of Valhalla just to help me again. Reincarnation? I wonder, can creatures with souls choose to be reborn? Can they choose when and where? Or is it all up to fate? Odin finding me was no coincidence, and I believe Sarah will be reborn and that we'll meet again when she is. Even if I can't see her now or talk to her. I know she wants to see me again. She has to. Ja. Na gut. Genug hier gelabert. Ich denke mal, wir sind hier auch durch. Ich werde mich jetzt um... Kleinen Moment. Bevor ich mich teleportieren lasse, gucke ich mal ganz kurz die Missionen an. So, Nebenmission. Bücherwurm. Ja, den könnten wir mal machen. Engelstränen, das funktioniert. Doch, Engelsträne können wir auch machen. Alte Freund. Da könnten wir auch direkt hin. Das können wir auch machen. Es sind noch einige Nebenaufgaben. Nee, ich mache die noch nicht. Ich nutze ganz, ganz häufig Chronostasis. Dann wird das auch schon passen, denke ich. So, wir bewegen uns dementsprechend zur Rufian-Siedlung als erstes. Würde ich sagen. Ja. Ja. Erstmal zur Rufian-Siedlung. Ich würde sagen, da gehen wir doch erst nochmal Skelette prügeln. Weil auch hier habe ich ja noch eine Nebenaufgabe. Würde die Ladesequenz nicht so lange dauern, würde ich auch mehr Plan haben. Könnte ich auch mal. Ich habe auch gerade eben überlegt, ob irgendwo noch Schokolina rumgeistert. Ob die auch in der Siedlung ist, wo wir jetzt. Kleiner Moment. Bin ich da jetzt überhaupt richtig? Ja, doch. Das andere Dorf, das hieß Jagd. Das ist schon richtig da, glaube ich. Der lädt jetzt aber auch gerade ewig lang. So, da haben wir Fang, das ist zumindest schon mal ganz okay. Nee. Wir hier unten am Bahnhof. Dann würde ich einfach mal sagen. Ich nutze sofort die Chronostasis. So, dass wir hier so wenig Zeit wie möglich verschwenden. Reden wir mit ihm hier. Ja, sehr freundlich. Du sollst ja auch nicht die Arbeit ans Archäologen blabla machen. Wir brauchen jetzt genau, zum Bahnhof müssen wir. Erst einmal kurz. So, da geben wir nochmal bei der Schokolina ein paar Aufgaben ab. In der Hoffnung, dass ich diese Aufgaben auch abgeben kann. Was sind das hier? Hosierer. Ich glaube, hier haben wir noch keine abgegeben. Wüstenblume. Haben wir nicht. Wüstenhabitat. Haben wir auch nicht. Zu denen. Haben wir auch nicht. Och Mann. Ich dachte schon hier völlig umsonst. So, eine Aufgabe haben wir schon mal.
Ah, noch eine. Super. Ach ja, Eidechsenschwänze. Gut, dass wir die gesammelt haben nebenbei. Und Kopf an Kopf. Ah, hier fehlt noch was. Was haben wir hier noch? Vielleicht zufällig irgendwas eingesammelt? Nö, natürlich nicht. So, wir wollten jetzt nochmal eine Nebenmission angucken. Und zwar, genau, Skeletons ausmerzen. Brauche ich nur noch 14. Das ist doch super, das passt doch echt akkurat. Dann wollen wir das doch eben mal schnell machen. Jetzt, wo wir wissen, wo wir viele Skeletons finden, da könnten wir zum Beispiel zum Tafelschrein, da standen immer recht viele von denen rum. So, einfach x-beliebig irgendein Tafelschrein genommen. Und rein da. Wir gehen jetzt wieder bis zum Ende. Dann müssten hier gegebenenfalls wieder irgendwelche ollen Skelette auftauchen. Na, Stimme. Oh, da ist schon einer. Zack. Probieren es einfach hier mit Blitzgar und so einem Kram. Okay, war Schwachsinn. Hab's begriffen. Was haben wir hier noch? Ach, wieder steht auch Blitz. Hätten wir mal lieber Aerogar genommen. So, Feng macht glücklicherweise hier schon ein paar Späßchen für uns. Ja. Ah, super. Die geben ja auch echt viel EP zurück. Das heißt, wir können hier ziemlich Zeit sparen sogar mit dieser Aufgabe. Ja, da sind sie. Hoppla. Ah, hier haben wir auch die Totenköpfe. Ja, komm mir doch nicht so. Hier, schluck mal lieber ein bisschen Aerogar. Nochmal ein Krafthieb oben drauf. Ach, super, der ist ja sogar schon im Schock. Macht für uns die Sache noch einfacher. Aber ich mag diese Kampf-, also diese Sichtweise manchmal echt nicht. Totengebiss, schon haben wir wieder unsere 8 Punkte voll. Totenkopf. Unbewertetes Objekt. Zack. Was haben wir hier? Unbewertetes Objekt. Können wir das hier nochmal nutzen? Einfach so just for fun? Nö. Schade. So, EP-Fertigkeit, Chronostasis. Mit ein bisschen Glück tauchen hier nochmal ein paar von diesen Schachbrettfiguren auf. Geht doch. Mensch, 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 musst du hier so eine Scheiß machen? Hier, schluck Aerogar. Du müsstest eh gleich im Schock landen. Sag ich doch. Und hier nochmal ein paar Rundumschläge. Jo. Oh, Gemachstufe 2. Das ist doch mal hart. Stufe 2? Haben wir nicht bisher immer nur Stufe 1? Können wir hier nochmal ganz kurz gucken? Ah, ne, nicht Haupt. Wo waren das? Garnituren, genau. Können wir mal nachschauen hier? Blitz. Irgendwas, was man ändern kann. So, Blocken. Achso, hier ist es. Deprote Stufe 2. Ach, das müsste ja dann ganz unten stehen. Gemach Stufe 2. Tatsache. Ah, wir haben schon einmal Gemachstufe 2. Jetzt haben wir zweimal Gemachstufe 2. Finde ich auch nett. Und insgesamt auch gar kein Problem damit. Aber mir gefällt das noch nicht so. Hier sind. Ich dachte eigentlich, dass hier mehr von den Gegnern auftauchen. Aber irgendwie nicht. Lol. Einfach mal an den vorbeispaziert hier ganz gemütlich.
So, einmal kurz blocken. Bam. Und du kriegst auch nochmal einen Aerogarn. Achso, widersteht auch nur Blitz. Das ist umso besser. Ja, da haben wir den Kampf schon geschafft. Goblot-Fellknäuel. Netterweise auch gleich wieder fast. Mit dem EP wieder vollständig. Das finde ich schon ein bisschen ärgerlich hier gerade. Sind wir schon wieder draußen. Nein, gehen wir jetzt in den großen Tempel einfach. Da müssen wir sowieso dann demnächst rein. Genau, wo ist denn das hier? Todesstätte der Kolosse? Nee, das war es nicht. Tempelruine, Kammer der Dämmerung, Goldene Kammer, Heiliges Tor. Goldene Kammer? War das Goldene Kammer? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Erstmal werden es hier gelädt, Schluck Kaffee und so. War das hier jetzt richtig? Ah nee, das war die meine kleine Hassecke hier. Aber hier drüben war ich noch nicht, so wirklich. Da könnten wir einfach mal hinlaufen. Vielleicht ist die Tür offen. Ich weiß gerade jetzt nicht, ob das gerade oder ungerade Zahlen hier an der Stelle waren. Aha. Ja, gut. So viel zum Thema. Wir könnten da mal rüberlaufen. Natürlich können wir es trotzdem probieren. Ja, ja, kommt mir nicht so. So, Aerogarn. Krafthiebe nicht vergessen. Oh, ich kann nichts mehr machen. Außer blocken gerade. Finde ich aber gar nicht schlimm. Jetzt fällt mir erst auf, dass... Komm, hör auf. Nichts Hartes hier. Oh, cool. Durch Blocken im Schock. Dann will ich ihn doch noch mal ein bisschen ärgern hier. Bumm. Kommt noch mal ein Krafthieb. Ich dachte mal, man muss den Gegner angucken. Gemachstufe 2 kriegen wir jetzt anscheinend ziemlich häufig. Man muss den Gegner angucken, um ihn zu blocken. Aber nö, irgendwie nicht. Auch nicht schlecht. Genau, hier wollte ich hin. Hopp. Wow. Schön reingelaufen. So. Und wieder mit Aerogar drauf. Da ist einer im Schock. Das ist gut. Mal gucken, was wir hier machen können. Ach ja. ATB-Balken und so weiter. Nicht voll. Immer noch nicht voll. Naja, Feng macht das schon, das ist ganz gut. Wenigstens eine, die hier was macht. Bam. Genau, Challenge accepted, ist gut. So doof. Okay, gut, dass ich hier gerade so viel machen kann. Ach, ich habe ja auch gemacht drauf. Das erklärt einiges. Hätte ich doch kein Gemach, dann wäre das alles besser. Aber um euch weniger zu langweilen, wie viele brauchen wir noch von den Skeletten? Ich schau mal. Nee, die letzten war es nicht. Skeletons ausmerzen. Noch 7. Naja gut, okay, hier kommen so relativ viel. Dann würde ich sagen... Ja, ich cutte hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier noch ein bisschen was anderes nebenbei.